Die Sonne brennt am Werbeliner See nördlich von Leipzig. Und das ist gut, denn die, die sich hier verstecken, sind nur bei Hitze zu finden. Die Stöcke sollen sie aufscheuchen. Irgendwo zwischen den Goldruten müssen sie sitzen. Da, endlich! Ich hab eine! Die erste Gottesanbeterin. Das ist ein Weibchen. Mal sehen, ob es auf die Hand geht. Das erkennt man an dem dicken Hinterleib. Ist generell größer als die Männchen und hat dünnere und etwas kürzere Fühler. Die hat deshalb einen dickeren Hinterleib, weil da die ganzen Eier drin sind. Eine Gottesanbeterin in Deutschland. Im Moment noch ein besonderer Fund. Bisher kannten wir die Tiere nur aus dem Urlaub im Süden. Doch der Klimawandel sorgt dafür, dass die wärmeliebende Fangschrecke auch in unseren Breiten anzutreffen ist. Im Raum Leipzig wurde die erste 2014 gefunden. Die Tiere sind auffällig und leicht zu entdecken. Dadurch kann ihre Ausbreitung auch gut verfolgt werden. Naturschützer und Biologen suchen deshalb überall in Deutschland nach diesen Insekten und rekonstruieren ihre Verbreitungswege. Wir schauen hier mehrmals im Jahr, ob wir Gottesanbeterinnen finden. Wir schauen hier, wie viele Tiere wir in einer Stunde finden, dokumentieren den genauen Fundort und auf welchen Pflanzen sie sitzen und welche Farbe sie haben. Und ob sie Ootheken gelegt haben, beziehungsweise ob wir welche finden. Ootheken, das sind die Eipakete der Gottesanbeterin. Sie fühlen sich an wie aus Hartschaum und enthalten über 200 Eikammern. Aus ihnen sind im Frühjahr die winzigen Jungtiere geschlüpft. Auch sie schon flinke Jäger. Ihre Beute allerdings ist auch eher klein. Ausgewachsen sind die Tiere nach 5 bis 8 Häutungen. Jetzt, im Spätsommer, gehen sie in der Wiese auf die Jagd. Das sind Lauerjäger. Die sitzen vor allem gerne an Blütenpflanzen, weil sie auf Insekten warten. Und da kommen dann zum Beispiel Bienen oder Wespen angeflogen oder auch Fliegen. Und die fassen sie dann mit ihren Fangarmen sehr schnell zu. Und da sind auch Widerhaken dran, sodass die gefangenen Insekten nicht weg können. Sie können aber auch zum Beispiel Heuschrecken oder Spinnen fressen. Und die Kleinen, die nennt man Nymphen, die fressen zum Beispiel Blattläuse. Bis zum ersten Frost sind die Gottesanbeterinnen aktiv, dann sterben sie. Zumindest die dicken Weibchen und die viel dünneren Männchen, die die Paarung überlebt haben. Denn die ist nicht ganz ungefährlich bei diesen knallharten Jägern. Das Männchen läuft Gefahr, gefressen zu werden. Deshalb beobachtet das Männchen das Weibchen genau. Und wenn das Weibchen zum Beispiel beschäftigt ist mit Fressen oder wenn ein bisschen Wind ist und das Weibchen ist abgelenkt, dann hat das Männchen gute Chancen, zur Begattung zu kommen und nicht gefressen zu werden. Bloß, mit der Annäherung ist es nicht getan. Das Männchen muss auch wieder wegkommen. Und auch das ist gefährlich. Vielleicht dauert deshalb die Paarung der Gottesanbeterin manchmal viele Stunden. Noch sind solche Beobachtungen in Deutschland selten. Aber in Zukunft wird sich das ändern. Denn die Klimagewinner profitieren von den immer heißeren Sommern und breiten sich, zwar noch sehr lückenhaft, immer weiter nach Norden aus. Während Gottesanbeterinnen früher fast nur südlich des 46. Breitengrades lebten, sind sie mittlerweile in 2 Gebieten in Deutschland heimisch. Die Tiere im Südwesten stammen aus Frankreich, die Tiere in Ostdeutschland sind aus Richtung Tschechien eingewandert. Verwandt sind sie nicht. Einzelne kleine Populationen stammen wahrscheinlich von freigelassenen Exemplaren ab oder von blinden Passagieren, die auf Lkw und Zügen mitgefahren sind. In Deutschland vermehren sich die Fangschrecken nur in sehr trockenen und warmen Lebensräumen wie Bahntrassen oder Industriebrachen. Zunehmend erobern sie aber auch neue, manchmal überraschende Gebiete. Wir haben jetzt in den letzten 4 Wochen Meldungen bekommen aus dem ganzen Umkreis von Leipzig, mittlerweile schon an die 20, jeden Tag werden es mehr. Was besonders interessant war heute, eine Meldung aus Leipzig-Gohlis. Das Tier saß am Straßenrand, wurde fotografiert. Fühlte sich wahrscheinlich gestört und ist dann auf die Straßenbahn geflogen und mit der Straßenbahn weggefahren. Würden die Experten alleine auf die Suche gehen? Sie könnten nur einen Bruchteil der Tiere finden. Die Flächen sind zu groß. Hier ist die Hilfe der Bevölkerung gefragt. Wer also eine Gottesanbeterin entdeckt, kann dies dem Naturschutzinstitut Leipzig melden mit Foto, Datum und Fundort. Dabei gilt, Gottesanbeterinnen sind besonders geschützt. Deshalb nur fotografieren. Und nicht anfassen.